Mein Blick geht noch einmal über Jerusalem. Drei aufregende, spannende Tage liegen hinter mir. Ich habe viele heilige Stätten besucht, viele unterschiedliche Eindrücke bekommen und werde mit einem vollen Herzen und mit zahlreichen positiven, interessanten und inspirierenden Geschichten und Gedanken nach Hause fliegen. Der Anlass für diese Reise war ein Konzert in der Domitio-Abtei, in der Basilika, ein wunderbarer historischer Rahmen. Die Abtei ist ja auch ein internationaler Treffpunkt unterschiedlicher Kulturen und Religionen. Für mich war es sehr bewegend, in diesem historischen Gebäude religiöse Lieder und auch Lieder, die die Freude am Leben beschreiben, singen zu dürfen. Mein Name ist Pater Nikodemus Schnabel. Ich bin der Prior-Administrator hier dieser Domitio-Abtei. Das heißt, ich darf dieses Kloster leiten. Das ist eben der Ort der deutschsprachigen Benediktiner hier im Heiligen Land, der Tradition nach der Sterbeort Mariens, aber auch der Ort des letzten Abendmahls, der Pfingstsendung, der Fußwaschung, also ein unglaublich aufgeladener Ort mit vielen Ereignissen des Neuen Testaments. Und hier kommen wirklich Pilger aus aller Herren Länder und aller möglichen Konfessionen hierher, um zu beten. Wir sind also einerseits ein Kloster, andererseits auch ein stark frequentierter Pilgerort. In Jerusalem habe ich in der Altstadt gewohnt und so war der Weg nicht weit bis zum Damaskustor. Dort durchschreitend dauerte es nicht lange, bis der Kreuzweg begann, die Via Dolorosa. Es war ein sehr eindrückliches und berührendes Erlebnis, die einzelnen Stationen des Kreuzweges abzugehen, mit dem immer stärker werdenden Gefühl, selber nochmal durch ein Leben zu gehen. Und so ist mir unwillkürlich über mein eigenes Leben auch der Lebensweg der Menschen an sich in den Sinn gekommen. Wie viel Schmerz und Leid sie erfahren, aber dass auch Menschen am Wege stehen, die uns die Hände reichen und helfen, wenn es uns nicht gut geht. Das sind Erlebnisse, die die Sicht und das Handeln unserer Menschwerdung prägen. Genau diese Erfahrung hat Jesus auf seinem Kreuzweg hin zu seinem Tod gemacht. Dann habe ich die Grabeskirche besucht, einer der wichtigsten christlichen Orte. Was ich sofort gespürt habe, war eine Art andächtige Stille, obwohl die Kirche mit vielen Menschen gefüllt war. Es war überall Energie von Glauben und Spiritualität zu spüren. Als ich mit meinen Händen den Salbungsstein berührte, auf dem der Leichnam von Jesus gelegen haben soll, hat mich das tief berührt, weil ich emotional, unwillkürlich mit meinem eigenen Tod konfrontiert wurde, dass meine Lebenszeit begrenzt ist. Und da ist mir klar geworden, dass ich die Zeit, die mir noch bleibt, dass ich die noch stärker mit sinnvollen Ereignissen füllen werde. Aus der Dankbarkeit heraus, dass ich in meinem Leben so reich beschenkt wurde. Und deshalb werde ich auch in Zukunft weiterhin meine Stimme erheben für Toleranz und Frieden unter den Menschen auf der ganzen Welt. Und dann bin ich nach oben zum Berg Golgatha gegangen, zur letzten Kreuzwegstation. Dort habe ich dann eine Hand durch einen kleinen Schacht bis unten auf die Erde geführt, die Stelle, auf der das Kreuz gestanden hat. Dabei hat sich emotional bei mir eine Art innerer spiritueller Kreis geschlossen. Ich bin mit einem besonderen Gefühl der Stärkung wieder nach draußen gegangen. Dann führte mich mein Weg zur Klagemauer. Das ist bei einem Jerusalem-Besuch der biblischen Stätten ja einfach unverzichtbar.
ich wollte das auch, meine Wünsche und Danksagungen, die ich auf einen Zettel geschrieben hatte, in eine Ritze der Mauer stecken. Und das war ein ganz besonderer Augenblick. Ja, ein starkes Gefühl von einer Verbindung zu einer großen Gemeinschaft, zu vielen Menschen, die hier schon in der Vergangenheit Zeugnis von ihrem Glauben abgelegt haben. Und wir wissen ja, dass für die Juden die Klagemauer ein Sinnbild, ein Symbol ist für die Gemeinschaft zwischen Gott und dem Volk. Der Besuch des Grabes von Shimon Peres war für mich besonders wichtig und sehr bewegend. Es erfüllt mich ein bisschen mit Stolz, dass ich ihn als Botschafter der Peres Center for Peace Stiftung in seinen Friedensbemühungen unterstützen durfte. Shimon Peres lud mich nach Tel Aviv ein. Bei diesem Treffen überreichte er mir einen Friedenstext, den er für mich geschrieben hatte, und bat mich, ihn zu vertonen. Dass ein israelischer Politiker jüdischen Glaubens, der einen Großteil seiner Familie in den Schrecken des Holocaust verloren hat, einem deutschen Musiker so die Hand reicht, war für mich eine überwältigende und prägende Erfahrung von Toleranz und Friedfertigkeit. Shimon Peres, dieser große Friedensmahner, ist nicht mehr unter uns. Aber seine Vision vom Frieden lebt weiter, auch in unserem Friedenslied. Ich vermisse ihn. Der Besuch der Geburtskirche Christi war für mich ein elementares, tiefgehendes Erlebnis. Auch die Vorfreude, dort zu sein, wo alles begann, wo Jesus Christus geboren wurde. Über 2 Milliarden Christen gibt es heute auf der Welt. Und hier hatte alles seinen Ursprung. Man sagt ja, dass die Geburtskirche zu den besterhaltenen Stätten der christlichen Kultur gehört. Das sah man dann nicht so sehr. Ich musste dann tatsächlich an Gerüsten hochklettern, um oben angekommen, diese wunderbaren, sehr beeindruckenden Engelmosaiken und andere Darstellungen bestaunen zu dürfen. Und dann folgte für mich der emotionale Höhepunkt. Es ging wieder hinunter, dann in die Geburtsgrotte hinein und vor mir sah ich dann den Stern, der Ort, an dem das Christuskind geboren sein soll. Und es ging nicht anders, ich bin in die Knie gegangen, habe den Stern mit meinen Händen berührt und war sehr ergriffen. Dieses wunderbare Erlebnis in der Geburtskirche werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Besuch des Hirtenfelds stand für mich unter einem guten Stern. Ich war ganz allein an diesem Ort. Die Gefühle auf dem Weg zur Kapelle, voller Besinnung, Nachdenken und Vorfreude, haben mich sehr erfüllt. Die Ruhe, die Zeit und die Muße zu haben, die Geschichten, die in wunderbaren Bildern abgebildet waren, anzuschauen, war etwas ganz Besonderes. Vor allen Dingen die Darstellung des Engels, der den Hirten auf dem Feld erschien, um ihnen zu sagen, fürchtet euch nicht. Und das ist ja die zentrale Botschaft, die nicht nur Christen betrifft, sondern alle Menschen auf der Welt. Das ist festgeschrieben in den Schriften aller großer Weltreligion. Und das ist mir hier noch einmal bewusst geworden. فلسطين وطننا وبيت لحم مدينتنا بيت لحم بيت يعيش الأمل بروح المحبة والصمود ويصلي لسلام من أجل هذا الوطن وشعبه والإنسانية جمعاً.